Als was würde man wohl einen Menschen bezeichnen, der eine Schleuder baut, um damit antike Skulpturen über 800 Meter weit durch die Gegend zu schleudern? Wahrscheinlich würde man meinen, dass es ein absoluter Kunstbanause ist, aber beim Gerisch Landschaftspark in der Nähe von Neumünster wurde das zur Kunst gemacht, im Landschaftspark auf über 30 Hektar, insgesamt 18 Millionen Euro wurden da reingesteckt. Und dass das wahre Kunst ist, das zeigen Jorrit Lang, Anja Schlicht, Sören Jessen und Michel Ode. Ursprünglich sollten an dieser Stelle mehrere Einfamilienhäuser gebaut werden. Doch nun lässt sich hier etwas ganz anderes vorfinden: der Gerisch-Skulpturenpark in Neumünster. In den teilweise von Henry Maas gestalteten Park sind Kunstwerke unter anderem von Mario Nishimura zu sehen und von Manasse Kadishma. Herbert Gerisch ist der Gründungsvater und Namensgeber der Stiftung. Ich gehöre ja noch zu denen, die auch der Meinung sind, dass man der Allgemeinheit verpflichtet sein sollte. Und ich habe mich deshalb auch mein Leben lang, das kann ich mit Fug und Recht sagen, auch immer für die Allgemeinheit eingesetzt. Soweit ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, den größten Teil meines Vermögens also in diese Stiftung einzubringen. Und ich habe das bis heute nicht eine Stunde bereut. Auf dem Gelände ist auch die Villa Wachholz zu besichtigen. Nachdem sie bereits ein Offizierscasino war und kurz vor dem Abriss stand, wurde sie seit 2005 komplett restauriert. Auch der in die Jahre gekommene Garten wurde vom Wildwuchs befreit. Neben den wechselnden Ausstellungen finden die Besucher ebenfalls ein Café, das mit seiner gemütlichen Atmosphäre zu einer entspannenden Pause einlädt. Zurzeit zeigt die Villa Wachholz die Ausstellung "Wie die Natur" des Künstlers Henry Moore. Aber auch Werke regionaler und junger Kunstschaffender haben hier eine Chance. Dazu gehört auch die Elisabeth Wagner Bildhauerklasse der Mothesius Kunsthochschule Kiel. Herr Henatsch ist auf uns zugekommen und hat in unserer Klasse nachgefragt, ob wir für den neu entstehenden Gerisch Skulpturenpark nicht eine Arbeit realisieren wollen. Und dann hat sich über kurz oder lang eine kleine Gruppe zusammengefunden. Und wir haben uns mit dem Begriff des Skulpturenparkes an sich erst einmal auseinandergesetzt. So, wie ist das möglich, heute in einem Skulpturenpark zu agieren? Bei der Schleuder handelt es sich um einen detailgetreuen, mittelalterlichen Nachbau, der es möglich macht, Skulpturen über 800 Meter weit zu schleudern. Grundthema war ja auch irgendwie, wo ist oder wo liegt Arkadien, dieses hübsche, idyllische, was ja hier auch in der Umgebung da ist. Und damit haben wir dann angefangen, uns Gedanken zu machen. Und es hieß halt, draußen im neu dazukommenden Landschaftsskulpturenpark sollten wir dann eben eine Arbeit realisieren. Und wir finden es halt irgendwie für uns ganz wichtig, dass es nicht nur draußen stattfindet, wie es eigentlich ursprünglich geplant war, sondern dann hat sich aus der ganzen Herumüberlegerei, was ist Skulptur heute, wie kann man das irgendwie organisieren, diese Thematik ergeben, den Grundskulpturenpark hier von den Herrn Gerisch mit dem neuen Landschaftspark zu verbinden. Geladen wird die Schleuder mit antiken Göttern wie Zeus, Diana und Altena. Die Skulpturen landen in zufälliger Anordnung im neuen Park. So haben die Kieler Künstler auf ihre eigene Weise herausgefunden, wie Objekte in einen Skulpturenpark angeordnet werden. Wenn Lust hat, sich eine eigene Meinung von Skulpturenschleuder und Ausstellung zu bilden, ist herzlich eingeladen, donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr vorbeizuschauen.